Sie fragen sich, ob der Strom aus Ihrer Steckdose wirklich grün ist, wenn Sie Ökostrom bestellen? Um das herauszufinden, müssen wir uns den Weg des Stroms einmal genauer ansehen. Egal, wie der Strom hergestellt wird, in Speicher- oder Laufwasserkraftwerken, in Atomkraftwerken oder in weiteren Kraftwerken wie zum Beispiel Wind- oder Solarkraftwerken, der erzeugte Strom ist physikalisch immer gleich. Und er fließt anschließend nicht direkt vom Erzeuger zu Ihnen, sondern zunächst ins Stromnetz. Dieses Stromnetz können wir uns als einen See vorstellen, einen Stromsee. Von dort aus fließt er zu Ihnen. Aus Ihrer Steckdose kommt also stets ein Strommix. Und trotzdem ist es sinnvoll, Strom aus erneuerbaren Energien und Ökostrom zu beziehen. Warum? Jeder, der erneuerbare Energien bezieht, trägt dazu bei, dass der grüne Anteil im See größer wird. Und ab 2015 versorgt EWZ alle Kunden mit erneuerbarer Energie. Das funktioniert so. Um den gesamten Bedarf an grünem Strom zu decken, ergänzt EWZ seine eigene erneuerbare Produktion und kauft Herkunftsnachweise, die bei der Produktion von erneuerbarer Energie erstellt werden. Diese Nachweise stellen sicher, dass der von EWZ gelieferte Anteil im Stromsee 100% erneuerbar ist. Und das ist nicht alles. Erneuerbare Energien haben unterschiedliche Qualitäten. Manche sind schon viele Jahre alt. Andere hingegen, wie zum Beispiel Wasserkraftwerke mit Auf- und Abstiegshilfen für Fische oder moderne Solaranlagen, sind neu. Man nennt Strom aus diesen Anlagen Ökostrom. Alte Anlagen können aber auch renaturiert werden, damit sie den Ansprüchen an eine Versorgung mit Ökostrom gerecht werden. Wenn Sie sich für Ökostrom entscheiden, sorgen Sie dafür, dass alte Anlagen up-to-date sind und neue, umweltfreundliche Anlagen gebaut werden. Also haben auch Sie es in der Hand, dass der Stromsee und somit der Strom aus Ihrer Steckdose immer grüner wird. EWZ